Seid ganz herzlich gegrüßt, meine lieben Zuschauer und Leser. Ja, wir gehen in die nächste Phase, das neue Jahr beginnt und ich habe natürlich auch die sternzeichenbezogenen Jahreshoroskope fertiggestellt. Und nun hier das Jahreshoroskop 2017 für die Stiere. Lieber Stier, dein Spruch des Jahres lautet: Du kannst auch im Sonnejahr 2017 mit kräftigen, unterstützenden Impulsen rechnen. Du musst aber selbst in Bewegung kommen. Jupiter steht jetzt nicht mehr zur Verfügung. Deine Sterne stehen aber auch in diesem Jahr nun im Sonnejahr 2017 für dich recht günstig, um etwas in Bewegung zu bringen. Du bekommst einmal Saturn-Energie geliefert. Dann bekommst du auch Neptun-Energie und du behältst auch die unterstützenden Impulse von Pluto, dem tiefgreifenden Wandler, aus dem Steinbock in diesem Jahr. Dann hat auch noch Mondknoten, unser Schicksalsanzeiger, etwas mit dir zu erledigen. Klingt spannend. Allerdings kann ich dir sagen, dass du auch in diesem Jahr eines der Sternzeichen bist, welches für die anderen als Unterstützung zur Verfügung stehen sollte. Du bleibst ein Fels in der Brandung und bist für die Zeichen, welche unter starken Wandlungstendenzen stöhnen, ein Anlaufpunkt, um zur Ruhe und Besonnenheit zurückzufinden. Ja, das kannst du deinen Mitmenschen auf jeden Fall vermitteln. Nun möchte ich das mal etwas auseinander definieren für dich. Die Aufgabe der einzelnen Dekaden sind hier etwas unterschiedlich angelegt. Du bist ja im Allgemeinen ein recht friedlicher und genussvoller Mitbürger. Nun ist im Vergleich zum letzten Jahr allerdings keine Jupiter-Unterstützung in Form von glücklichen Fügungen vorhanden. Lieber Stier, du musst natürlich selbst in Bewegung kommen und die immer latent vorhandene Trägheit doch überwinden. Möglichkeiten bekommst du auf jeden Fall dazu. Die Geburtstage der ersten Dekade und hier besonders die vom 20.04. bis zum 22.04. bekommen Saturn als stabilisierenden Unterpfand, um Projekte in die Welt zu bringen, die langfristigen Bestand haben sollen. Dafür bekommst du viel Ausdauer von Saturn geschenkt und die anderen Geburtstage der ersten Dekade bekommen den Schicksalsanzeiger Mondknoten harmonisch aus der Jungfrau zur Unterstützung. Na, da kann man darauf hoffen, dass wichtige, förderliche Menschen in das Leben treten, um seine Ziele in die Tat umzusetzen. In der Jungfrau geht es auch weiter um das Dienen, Helfen und Heilen, besonders in der Zeit von Januar bis Anfang Mai 2017. So, die Geburtstage vom 29.04. bis zum 3.05. bekommen sanfte, förderliche Impulse von Neptun, unserem Seelentieftaucher, geschenkt. Das verfeinert das Empfinden und die Fähigkeit, das Mitfühlen in sich wachzurufen, also wirklich sehr mitfühlend zu werden. Spirituelle Dimensionen können sich jetzt öffnen, die künstlerischen Fähigkeiten lassen sich nun auf jeden Fall sehr leicht erweitern. Auch in der Liebe können jetzt höhere Oktaven erreicht werden. So, und auch die Geburtstage vom 4.5. bis zum 9.5. profitieren von dieser Neptun-Energie. Sie bekommen allerdings noch zusätzlich die starken Wandlungsimpulse von Pluto im Steinbock, dazu harmonisch aspektiert. Das ist ein sehr machtvoller Transit und kann dich in hohe Energien versetzen. Allgemein erhöht er auch das gesamte Lebensgefühl und lässt dich in größere Dimensionen vorstoßen. Finanziell ist das natürlich auch sehr vorteilhaft. Die Geburtstage vom 10.5. bis 14.5. haben dann die reine Pluto-Wandlungsenergie zur Verfügung. Da spielt dann Neptun nicht oder noch nicht die Rolle. Die Geburtstage der dritten Dekade ab dem 14.5. haben dann mit der Mondknotenspannung aus dem Löwen heraus etwas zu kämpfen. Unser Schicksalsanzeiger im Löwen schlägt jetzt in der Gesellschaft ganz andere Töne an. Jetzt geht es um Selbstbestimmung und um Selbstermächtigung. Das kann die genannten Geburtstage auch mächtig aus der Ruhe bringen. Immerhin sind ja Stiere und Löwen doch recht fixierte Zeitgenossen.
Da kann man schwer vom eigenen Standpunkt abweichen und festgefahrene alte Muster können jetzt sehr auf den Prüfstand gestellt werden. Ist allerdings immer auch ganz wichtig zu schauen, wie denn da die ganz persönlichen eigenen Horoskopdaten dazu stehen. Ja, genaueres ist dann natürlich auch wieder ganz einfach bei mir zu erfahren zur ganz persönlichen Situation unter www.bärbel-reu.com/kostenlose-beratung. So, nun haben wir für dich die Zeiten der Liebe. Vom 3.1. bis zum 3.2. bekommst du, lieber Stier, die sanften Liebesenergien aus dem Sternzeichen Fische geliefert. Genieße sie und tauche ab und zumal ab in die Fantasie der Fische mit romantischen Highlights, die dazu gehören. Vom 3.4. bis zum 28.4. bekommst du nochmal diese starken romantischen Kräfte geschenkt. In dieser Zeit wird allerdings Venus auch rückläufig, so dass man sich vielleicht zu viele Illusionen in der Liebe hingegeben hat. In dieser Zeit taucht auch gerne mal wieder eine alte Liebe auf, aus der Versenkung, also auf jeden Fall wachsam bleiben. Vom 6.6. bis zum 4.7. steht dann Venus im eigenen Zeichen und die Sinnlichkeit kann voll zur Geltung kommen. Vom 1.8. bis zum 26.8. wird es dann sehr innig und kuschelig mit der familiären Krebsenergie. So, und ab dem 20.9. bis zum 14.10. steht die Liebe unter nüchternen und praktischen Vorzeichen. Ab dem 7.11. bis zum 1.12. wird die Liebe richtig prickelnd und geht unter die Haut. Sie hat magische Skorpionkräfte. Und ab dem 25.12. dann bis zum Jahresende wird die Liebe recht nüchtern, aber sehr beständig. Man könnte hier jetzt Nägel mit Köpfen machen mit der Venus im Steinbock. So, lieber Stier, jetzt haben wir noch die kraftvollen Energien mit Mars im Jahr 2017. Der Mars ist vom 1.1. bis zum 28.1. jetzt nicht sehr kraftvoll, aber doch recht intensiv, oder nicht intensiv, sondern sensitiv in den Fischen. Und das ergänzt natürlich die Stierenergie recht gut. Und daneben solltest du aber in der Zeit nicht zu viel, sondern kannst dich auch den spirituellen Kräften dorthin geben. Ab dem 9.3. bis zum 21.4. hast du dann die Marsenergien aus deinem eigenen Zeichen zur Verfügung und es kann sehr viel geschafft werden. Vom 4.6. bis zum 20.7. hast du Krebsenergie verfügbar. Das ist gut für familiäre Aktivitäten, am besten vielleicht in den Urlaub fahren. Dein Unternehmungsgeist kommt jetzt auch stark zur Anregung, alles was im familiären Bereich sich abspielt. Vom 5.9. bis zum 20.10. kannst du mit Jungfrau Mars wieder richtig loslegen. Vom 9.12. bis zum Jahresende musst du etwas aufpassen, denn der Skorpion Mars ist hier auch sehr hintergründig. Du hast wieder ein interessantes Jahr 2017 vor dir, lieber Stier. Nutze deine Chancen und komm im richtigen Augenblick in Bewegung. Du bist ja auch ein Pragmatiker. Da kann ich dir natürlich an dieser Stelle auch gleich direkt und da kürzlich von mir das Jahrbuch der Wochenhoroskope 2017 erschienen ist, kann ich dir das ganz wärmstens ans Herz legen. Vielleicht möchtest du ja auch mal ein bisschen mit den Sternen planen. Es ist wirklich ganz einfach auf meiner Webseite abzurufen unter www.bärbel-reu.com. Es ist gleich auf der Startseite. Und wenn man da ein Stück runter scrollt, da siehst du dann den Button Digistore 24. Da braucht man einfach nur draufklicken und schon kannst du dieses Buch bekommen. Ist natürlich auch hier wieder eine wunderbare Möglichkeit, mit den Sternen für das neue Jahr zu planen. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, so seine persönlichen Themen mal mit den gesellschaftlichen Entwicklungen ins Verhältnis zu setzen. Ja, es ist eine Investition von ca. 27 Euro und du hast ein Handwerkszeug für das gesamte Jahr 2017. Ich würde mich freuen, schau einfach mal rein und vielleicht hören wir uns ja auch durch eine Beratung oder wenn du mit dem Buch dich beschäftigen möchtest. Ja, lieber Stier, nun beende ich erst einmal die Ausführung zu deinem Jahr 2017 und ich wünsche dir natürlich einen tollen Start für das kommende Jahr. Und als Info für alle,
möchte ich natürlich auch dazu wieder sagen, die persönlichen Jahreshoroskope oder die generellen generellen Horoskope sind bei mir natürlich wieder per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite zu erhalten und natürlich ganz einfach hier unten auf der linken Seite, wo es meine Kontaktdaten sind, kann man sie ganz einfach bekommen. Oder wenn du direkt eine Beratung wünschst, dann unter www.bärbel-reu.com/kostenlose-beratung/. Jetzt freue ich mich natürlich ganz sehr auf dein Feedback, auf Anfragen und natürlich Kommentare auf meiner Webseite direkt oder auch natürlich auf den sozialen Netzwerken, wo ich überall vertreten bin. Ich wünsche dir nun alles, alles Liebe für das kommende Jahr. Sei ganz herzlich gegrüßt von mir, Bärbel Reu, deiner Astrologin. Bis bald vielleicht. Tschüss, mach's gut.